So, ne? Also. Frühstück, ne? Also, es ist ein Ersatzvideo. Es ist so ein quasi. Es ist so wie Lachsersatz, ne? Es ist kein richtiger Lachs. Es ist natürlich Frühstück, ne? Also, es ist natürlich auch Lachs. Dann, also, es ist aber kein Lachs. Es ist Lachsersatz. Es ist ein Frühstücksersatz. Also, ohne Helene, ohne Jan, ohne Thomas, auch nicht Inga. Mit Schüttelkaffee. Also fast wie in alten Zeiten. Es ist wie in alten Zeiten. Man lebt ja immer in der alten Zeit. Muss aufpassen, dass ich jetzt nichts über Depressionen mache, ne? Weil es ja heute Frühstückstag ist. Ne? So, ja. Meine Frau wollte nicht mit frühstücken. So, ne? Da sind wir wieder bei so einem Punkt. Da muss jeder selbst entscheiden, was auch gut ist. Ein anderes Mal kann man das so besser aufschneiden. Dann könnte man das so. Oder man macht das so, ganz französisch. Macht das so. Ja. Ja. So, ne? Wir waren einkaufen. Ich sag wirklich wir, weil ich war ja nicht alleine einkaufen, wir waren eben noch einkaufen. Und es ist da, denke ich dann immer wieder, ne? Waffeln aus Belgien, ne? Sagt auch jemand, die sind aber auch echt lecker. Was brauchen wir Waffeln aus Belgien? Habe ich nicht verstanden. Ne? So, also in dem Supermarkt gibt es auch alles. Ne? Da gibt es alles. Da musst du auch keine Preisvergleiche mehr anstellen bei dem Supermarkt. Na, da musst du nicht, weil das ist sowieso teuer. Das ist immer teurer als alles andere. Mhm. Dieser Rewe bei mir gegenüber. Mhm. So. Riesengroß. Riesengroß. Die haben alles, ne? Die haben alles, eine belgische Waffel, ne? Keine Ahnung. Und da gibt es auch dänische Haribo, ne? Die sind ja anders. Ich weiß nicht, ne? Das sind wahrscheinlich nicht diese ollen Veggie-Dinger, sondern das ist noch was Richtiges, so mit Schweineblut und so weiter. Ne? Und die kosten dann irgendwie, weiß ich gar nicht, kostet eine Tüte 5 Euro, ne? Aber hast du dänische Haribo, ne? Keine deutschen Haribo, ne? Wird die AfD jetzt sehr, sehr betrübt sein, ne? Oh Mann, ne? Jetzt auch noch der Rewe, fällt uns in den Rücken, ne? Dänische Haribo, ja, und braucht man, ne? Braucht man. Ich hab keine Ahnung, ne? Da steht so ein riesen Berg von dänischen Haribo. Keine Ahnung, ob die das alles so wegessen, ne? Also die vom Rewe, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wofür wir das brauchen, ne? Irgendwas wird schon gut sein. Also, ich habe nichts gegen so ausländische Schönheiten, kulinarische ausländische Schönheiten. Ne? Finde ich total in Ordnung. So. Finde ich total in Ordnung. Ich glaube nur, wir brauchen das nicht. Ne? Also, ich glaube, dass die meisten Menschen vollkommen vergessen haben, zu wertschätzen, wie so eine Erdbeere schmeckt. Ne? So eine Erdbeere aus Indien. Ne? Haben die vergessen. Ja. Gibt's ja überall her, ne? Gibt's ja überall her. Ja, krass. Also, immer Bio, ne? Aus der eigenen, die eigene Region unterstützen, ne? Immer die eigene Region unterstützen. Hier Äpfel aus dem alten Land. Und die Äpfel aus dem alten Land gibt's auch im Winter, ne? Kannst im Januar Äpfel aus dem alten Land holen. Da frage ich mich, wo kommen die her? Ne? Und das ist klar, die werden dann monatelang tief gekühlt, auch bewahrt, ne? Damit die dann im Januar verkauft werden können. Ne? Aus der Region, alles aus der Region. Ne? Und für das Geld, für das Tiefkühlgeld, ne? Da hättest du auch die Äpfel aus Australien einfliegen können. Ne? Ja? Das ist auch Globalisierung. Ne? Entweder du akzeptierst, es gibt einfach im Januar keine Äpfel, weil das ist einfach keine Äpfelzeit, dann musst du da was anderes essen. Kartoffeln, ne? Haben die Menschen ja früher auch gemacht, ne? Haben sie auch nicht irgendwie aus Australien, war gar nicht erfunden, im Mittelalter. Ne? Da haben die dann im Winter Kartoffeln gegessen, ne? Ja? Und Brot, ne? Trockenes Brot, ne? Croissant haben die auch gar nicht gehabt, ne? Damals im Mittelalter. Hm. Schüttelkaffee, ne? Ja. Hm.
Schüttel Kaffee. Gab es ja also im Mittelalter nicht, ne? Auch schon tragisch, ne? Hatten die nicht das Problem mit der Globalisierung im Mittelalter. Aber die Kreuzzüge, ne? Weiß ich, haben die so nicht Kaffee entdeckt über die Kreuzzüge? Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin ja kein Geschichtsprofessor. Es ist schade. Es ist schade, dass Jan und Helene nicht da sind. Ne? So. Helene ist beruflich unterwegs. Ne? Und Jan freut sich, dass er mal zu Hause sein kann und auf was arbeiten kann. Und jetzt mache ich halt hier die Stellung. Nächste Woche, glaube ich, auch nochmal Pause. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, nächste Woche ist nochmal Pause. Ist sicher. Und dann geht es wieder weiter. Ich weiß, dass Helene nochmal im Urlaub ist. Im Juli. Aber dann machen wir trotzdem dann. Machen wir ausnahmsweise trotzdem weiter. Wir müssen also so viel pausieren, finde ich auch nicht. Aber jetzt einmal eine Mini-Sauerpause ist auch okay. Ne? So. Gestern war ja so großes Unwetter. Ne? Ganz großes Unwetter. Also hier. Land unter. Also wirklich Land unter. Weil so viel Wasser. Na krass. Aber. Der Klimawandel kommt, ne? Plötzlich ist hier, regnet es hier in Hamburg. Ja, soll man keine Wissen machen, ist der Klimawandel ist ja schon, ne? Ist ja schon. Ja, keine Winter mehr, ne? Der Winter war ja enttäuschend. Der letzte gute Winter, den wir hatten, ne? Richtig toll, 2009, 2010, ne? Der war ja auch wirklich, wobei man auch sagen muss, das war so ein Winter, der hält auch mal für 10 Jahre vor. Ne? So ein Winter wie, werdet ihr euch nicht daran erinnern, ne? Aber ich glaube 77, 78 oder 78, 79, weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Ja, so schlimm, da konnten die Busse nicht mehr fahren und ich konnte nicht in die Schule gehen. Also ganze Woche lang. Also Meter hoch Schnee. Ne? Kann man sich auch nicht vorstellen. Aber es war wirklich so. Ne? Und das war 2009, 2010. Das ging über mehrere Monate. Ne? Weiß ich noch ganz genau, wie so in einer kleinen Dachkammer gewohnt. Eine kleine Dachkammer. Konnte man auch nicht stehen in der Kammer. Aber sehr gemütlich. War sehr kalt, weil die nicht geheizt war. Und da habe ich noch meinen Fernseher angemacht, weil der geheizt hat. Und ganz viel Xbox gespielt. Ja. Weil die auch geheizt hat. Ja. Dann war das irgendwann warm. Ne? Und unter der Bettdecke gelegen, war es gemütlich. So. War schön. War echt, das war super cool. Habe ich sehr genossen. Jetzt habe ich keinen Fernseher mehr. Jetzt muss ich mit. Aber jetzt wohne ich auch nicht mehr in einer Dachkammer. Aber jetzt brauche ich gar nicht zu heizen, weil es, ne, ist ja eben so warm ist. Ne? Immer warm. Ja. Oder dunkel, ne? Wird es ja dunkel hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie spät ist es jetzt. Mach mal 9:30. Dunkel, ne? Auch Klimawandel. Ja. Dunkelheit ist auch. Aber kann man auch vorausgesagt, ne? Die Welt, ne? Da kommt eine große Dunkelheit. Ne? Stephen Hawking hat das, glaube ich, gesagt. Die Welt rutscht in eine große Dunkelheit. Ne? Die Welt, also der Planet überlebt ja noch. Ne? Also es ist immer dieser Irrglaube, dass der Planet dann stirbt. Der Planet, der wird überleben. Ne? Und mit der Menschheit, ne? War da ein paar tausend Jahre hier am Werkeln und dann ist er mal vorbei. Ne? Ich glaube ja, dass der Klimawandel, das ist ja so ein Zyklus der Erde. Ne? So eiszeitmäßig und Hitze und immer wieder Sachen, wo sich das auf der Welt alles verschiebt. Ne? Wir beschleunigen das einfach nur, ne? Durch unser Verhalten. Ja. Und Flugzeuge, ne? Also Flugzeuge, nicht jetzt Chemtrails, ne? Das meine ich nicht. Der ist total langweilig, der Kaffee. Ich habe nämlich vergessen, ich musste sogar ausbaden. Ich habe lustigen Kaffee, ist ja sowieso mein kleines Highlight, aber das ist lustiger Kaffee und zwar entkoffiniert. Das war ein Versehen. So. Ich habe noch eins. So, ja. Und schmeckt nicht gut. Ja, mit den ganzen Sachen, die wir uns da hinbasteln,
So, und dann wird der Klimawandel halt beschleunigt. Ne? Achtloses Verhalten. Ja. Wir haben ja, glaube ich, seitdem, ich weiß gar nicht, nicht seitdem die Menschheit lebt, das glaube ich nicht. Ne? Aber irgendwann hat der mal behauptet, dass die Biogase, Dinosaurier, dazu beigetragen hätten, dass sie ausgestorben sind. Ne? Weil irgendwann waren es dann halt zu viele und dann zack, das reguliert sich immer von allein. Das ist halt einfach hier so ein Planet, das kriegt der alles allein hin. Ne? Bis der halt irgendwann verglüht er halt auch. Ne? Also man verglüht, also erkaltet der und dann, ich weiß gar nicht, wird der Sonne irgendwann auch zu nahe kommen, ich habe keine Ahnung. Oder die Sonne dehnt sich aus und oder die Sonne erkaltet, ist auch egal. Das sind ja Millionen, Milliarden von Jahren, glaube ich, keine Ahnung. So, das wird also wahrscheinlich keiner von uns miterleben. Vielleicht unsere Seelen, die ja ewig überleben und irgendwo dann gelagert werden, so wahrscheinlich neben den Äpfeln vom alten Land, werden die Seelen gelagert. Und dann kommen wir irgendwann im Frühjahr wieder, oder im Winter des Universums, Winter des Universums kommen wir dann wieder auf den Tisch und dann sagt jemand, ach guck mal hier die Seelen von der Erde, ne? Ja, da hätten wir auch die Seelen vom, weiß ich gar nicht, Beta Centurion nehmen können. Ne? So, die wurden ja hier nicht mal. Ah, Man weiß es nicht mehr. Ich habe mir auch mal jemand erklärt, das Weltall sei gar nicht unendlich, sondern große Blase. Eine große Blase. Und dann müsste man halt irgendwann, oder stieße man dann halt, ne, wahrscheinlich auf das Ende. So, wenn man so weit fliegen kann, weil es irgendwie durch einen Urknall so entstanden ist. Dann, so. Ja. Habe ich gefragt, was auf der anderen Seite, was danach kommt. Ne? Und dann sagt er nichts. Ja, ganz. Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Man kann sich beides nicht vorstellen. Ist auch bekloppt. Ne? Man kann sich Unendlichkeit nicht vorstellen, weil es einfach nicht aufhört. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar. Und wenn es aufhört, ist auf der anderen Seite nichts. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das soll dann gar nichts sein. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen wie mit den Köpfen einiger Menschen, ne? Die so mal glauben, dass wenn man so, wenn man hier keinen mehr reinlässt, ne, dann wird es hier drin besser. Ne? Wobei wir es ja nicht schlecht haben, muss man auch mal sagen. Wir haben es ja nicht schlecht. Oh, das ist viel zu viel. Wir haben es ja nicht schlecht. Ne? Aber die wollen halt das nicht. Ne? Denke ich auch. Ne? Das ist so ein bisschen wie das Universum. Ne? Kann man sich dann auch nicht vorstellen, ne, was die dann so machen. Ja, und? Ne? Ist nichts drin. Ne? Ist nichts drin. Ja, in so einem Kopf. An so einem Kopf kann nichts drin sein. Ne? Hm. Oh. Hm. Bei einigen. Bei einigen Menschen herrscht ja auch Klimawandel im Kopf. Ne? Ja. Wenn ich das so anhöre. Ja. Nur so. Furchtbar. Also die haben im Kopf die Eiszeit. Ne? Ich weiß doch gar nicht, ob es ist mir, fällt mir vielleicht auch mal, weil ich jetzt schon so alt bin. Ne? Aber die Menschen lächeln weniger. Ne? Ich bin ja depressiv. Ich muss ja nicht lächeln. Ne? Aber das habe ich doch gesagt, dass ich depressiv bin. Also das, aber die anderen Menschen, die nicht depressiv sind, die lächeln ja auch nicht mehr. Ne? Manchmal habe ich dann auch eine andere Laune. Und dann lächle ich auch schon mal, ne? Weil ich mich dann freue, dass es mir ausnahmsweise mal gut geht. Ne? Und dann lächelt ja auch keiner zurück. Ne? Vielleicht auch, weil die überrascht sind. Ne? Wieso lächelt der? Der sieht irgendwie komisch aus. Der will irgendwas. Der ist bestimmt, keine Ahnung, vom falschen Planeten. Ne? Mhm. Aber interessiert mich nicht mehr. Ne? Aber ist vorbei. Frauen denken ja ganz oft, ne, der will mich anbaggern, geh mal weg hier, ne, dann gucken die noch grimmiger. Und mehr denken dann, wenn man die anlächelt, oh, der ist schwul, ne, verpiss dich. Ne. Wobei, das ist ja auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Ne.
von diesen vielen heterosexuellen Männern, ne? Dass die immer Angst haben, wenn ich schwuler komme, ne? Weil habe ich nie verstanden, ne? Also habe ich nicht verstanden. Aber ist es ansteckend, ne? Haben sie, ist irgendwo, ist ein Problem dabei, ne? Ne? So, lächelt den Schwuler an, kann man zurücklächeln. Das ist ja keine Aufforderung zu sagen, ey, juhu, komm, also jetzt von mir aus, wir zeugen Kinder, ne? Nein, das ist ja nicht der Fall, ne? Geht ja nur darum, freundlich miteinander umzugehen. So. Habe aber auch ganz, ganz oft, also wenn man einen schwulen Mann anlächelt, der lächelt dann zurück, ne? Wenn ich eine Lesbe anlächelt, die lächelt dann wieder nicht zurück. Die denkt immer gleich, wie sie anmachen, ne? Und ich darf sie ja nicht anmachen, weil sie ja kein Interesse an Männern hat, ne? Kann man jetzt auch nicht pauschalieren, ne? Oder pauschalisieren. Man darf beides sagen. Man darf pauschalieren und pauschalisieren. Man darf beides sagen, ne? Ja? Also, gibt auch bestimmt lesbische Männer, die nett sind, so, ne? Oder ja, so. Aber ich kenne auch ganz viele Frauen, die homosexuell sind und die total nett sind. Aber ganz, ganz oft, man denkt so, habt ihr nichts getan, ich wollte einfach nur nett sein, so, und dann na, kommt sowas. Aber bitte, muss ja jeder selbst entscheiden. Ne? Hat ja jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht mit dem Klimawandel. Und wenn es zu kalt oder zu warm wird, ne, dann muss man sehen, welche Konsequenzen man sieht. Ne? Ja. So. Und ich vermisse, muss ich sagen, ich vermisse, wenn ich hier so sitze, ich vermisse Helene und Jan. Das ist schon echt doof, ne? Helene, Jan, es geht nicht. Es geht so nicht. So. Also, man kann das mal machen, ne? Aber das ist keine Dauerlösung wieder. Ne? Also, zum Anfang war es okay, aber es ist ja jetzt auch nur ein Lückenfüller, ein sehr langer Lückenfüller. Mit vielen Willen, mit sehr vielen Wahrheiten. Mit zwei Croissants und einem Schüttelkaffee. Ausnahmezustand. Und wahrscheinlich, doch, es nimmt noch auf. Ich sage euch, woran ich das sehe. Weil nämlich in der Fensterscheibe sehe ich, dass das Aufnahmelicht blinkt. Also ist alles drauf. Ton auch. So. Und entkoffiniert, ne? Mein. So, jetzt ist auch Schluss hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr das ertragen habt. Ja. Denkt dran, Klimawandel, ne? Kauft kein Obst aus dem alten Land. Ne? Lieber aus Australien einfliegen lassen, ist günstiger im Januar. Glaube ich. Ich habe auch keine Ahnung. Also ich sage einfach nur mal über nachdenken. Ne? Dann lieber die Äpfel im alten Land nach Australien schicken. Ja, die freuen sich ja auch, wenn sie noch was haben. So. Gut. In Australien haben wir, glaube ich, das ganze Jahr über Äpfel. Ja. So, ich mache mich jetzt an die Arbeit. Es war mir ein Fest. Nochmal alleine. Es war mir gar kein Fest. Es war furchtbar. Aber gut, ich habe es jetzt durchgezogen, damit das Freitagsvideo da ist. Anna, guck mal, siehst du, bitte. Hast du ja auch. Ne? Du hast gesagt, Freitagsvideos sind wichtig. Ne? Ja, aber mit diesem Endkoffinierten. Wir sehen uns am Montag wieder. Montag sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Dann wieder mit einem depressiven Video. Ich wollte gerade Montag. Montag geht noch. Mittwoch wird spannend. Aber Montag, ja. Ich habe ein Thema im Kopf, aber es können am Wochenende schon wieder so viele Sachen passieren, dass ich das Thema nicht laut ausspreche. So, ich sage am Montag dann Bescheid. Guck mal, das wäre das Thema gewesen. Das muss ich doch noch umdisponieren. Oder ich mache es ganz anders. Ich weiß es auch nicht genau. Ja. Morgen bin ich auf der Kieler Woche. Morgen Abend. Morgen tagsüber. So eine Comedy-Sache. Ist aber nicht so wichtig. Gestern hätte der da sein. Gestern war ich gut. War wirklich gut. Keine Zuschauer, aber doch, es waren Zuschauer da. Aber hat ja was gepasst. So, jetzt aber Schluss. Vielen, vielen Dank und wir machen jetzt aus. Ich mache jetzt mal wie früher. Bisher früher. Meine Depressionsvideos haben immer so oft. Dann mach vorbei. Ne? So. Ich meine, ich stehe offiziell auf und mache es aus. Tschüss.